Am Wort nun Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen. Frau Kollegin Feck, aus der ostösterreichischen oder in Ihrem Fall der oberösterreichischen Sicht mag das so sein, dass Sie das kleine Liechtenstein ein bisschen unterschätzen. Ich darf darauf hinweisen, dass das kleine Liechtenstein 3 Hochschulen hat, eine Universität, eine hochschulähnliche Einrichtung. Ich darf Sie daran erinnern, dass die österreichischen Studierenden allein an der Universität in Liechtenstein 40% der Gesamtzahl der Studierenden ausmachen, also einen deutlich höheren Anteil haben als beispielsweise die Schweizerinnen und Schweizer oder die Liechtensteinerinnen selber. Also es betrifft sehr, sehr wohl auch unsere Studierenden. Und von daher bin ich als Vorarlberger Abgeordneter sehr froh, dass wir dieses Abkommen hier machen. Ich unterstütze Sie aber in Ihrem Antrag und in Ihrer Initiative, hier das berufsbildende Schulwesen mit zu stärken. Ich halte das für sehr wichtig. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass Sie das im Ausschuss eingebracht haben und jetzt im Plenum einbringen. In meinen Augen wäre es durchaus sinnvoll gewesen, das vielleicht im Vorfeld, weil Sie sind ja in einer, nehme ich an, harmonischen Koalitionsehe mit der SPÖ, das bereits im Vorfeld einzubringen. Ich würde meine dringende Bitte an Sie richten, solche Dinge vielleicht im Vorfeld zu klären. Dann könnten wir alle heute ein bisschen Gesetz beschließen, mit dem wir alle zufrieden sind, und zwar uneingeschränkt. Danke. Harald Walser von den Grünen widerspricht seiner Vorrednerin. Von dem Abkommen mit Liechtenstein würden sehr wohl auch Österreicher profitieren. Bis zu 40% der Studierenden in den Hochschulen in Liechtenstein seien Österreicher.